Jo Freunde, heute geht es Sieht weiter nicht mit gerade gut Days aus. Gone. Wir werden endlich Nira und O'Brien wiedersehen. Den haben wir das letzte Mal gesehen, wo wir ihnen die Frau von unserem Main Character mitgegeben haben, die wohl verstorben ist, wie wir jetzt mittlerweile feststellen konnten. Ja, die Mission, die spielt da oben ab. Wir sehen uns jetzt gleich da. So, da sind wir gleich da bei der Markierung. Ah, da ist die O'Brien, wie lange müssen wir noch hier draußen bleiben? Wir fangen gerade erst an, also ganz ruhig, okay? Lass mich weiterarbeiten. O'Brien, das muss es sein. 85 Meter. Als ich den Landeplatz erreichte, sah ich einen Schwarm Insekten. Wahrscheinlich Tabanus atratus oder Diptera. Eine Lichtung weit entfernt vom eigentlichen Ziel. Aus der Entfernung konnte ich nicht erkennen, was sie anzog, aber aufgrund der Größe des Schwarms würde ich auf frisches Aas tippen. Sollte. Ich glaube, der beschreibt einfach gleich fliegen. Verdammt, wo ist das? Da vorne. Ah, hier ist das. Der will mich doch verarschen, wirklich. Der Klugscheiße, der hier so rum. Tja, sieh's mal so, du armer Teufel. Die Freaks haben dich nicht erwischt. Hättest du länger gelebt, wärst du auch einer geworden. Das wäre doch mal was. Oh, oh. Was willst du? Oh. Ich will nur reden. Nero Protokoll 2-7 besagt eindeutig, dass bei laufenden Operationen in Quarantänezonen beim Antreffen von Zivilisten der Zivilisten keinerlei Kontakt erlaubt ist. Wirklich? Sieht aber aus, als hättest du gerade Kontakt. Ja, das hab ich. Du lebst. Ja? Das tue ich. Wie? Wie ist das möglich, also, O'Brien? Ich verstehe nicht. Okay. Du warst da, in der Nacht, in Farewell. In der nächsten Nacht brannte das Flüchtlingslager und die Helis. Alle waren tot, abgeschlachtet, zerfetzt, in Stücke gerissen. Okay, hör zu, entweder auf die sanfte oder die harte Tour. Die sanfte Tour, wir plaudern ein wenig, du gibst mir die Informationen, die ich brauche, und dann buddelst du dich weiter durch Freaker-Scheiße oder was du hier treibst. Die harte Tour. Ich zerreiße dein Astronautenkostüm und wir sehen mal, was deine Freunde dazu sagen, dass du kontaminierte Luft einatmest. Also was darf sein, O'Brien? Ja. Okay. Okay. Ja, wir reden wohl. Damals, auf dem Dach der alten Brauerei, habe ich eine verletzte Frau in dein Heli gesetzt. Ja. Ich erinnere mich. Eine Stichwunde. Sie war übel zugerichtet. Ich fuhr zum Flüchtlingslager, in das du sie bringen wolltest. Alle waren tot, also frage ich dich nochmal. Wie hast du überlebt? Wir waren nicht da. Wir wurden umgeleitet zu einem anderen Camp. Wie du sagtest, das Camp in Bernhardt wurde überrannt. Wir sollten nach Süden, in ein Camp am Silver Lake. Gab es Überlebende? Du meinst heute? Ich weiß es nicht. Ich wurde der Forschungseinheit zugeteilt. Hat sie überlebt? Halt! Ich sehe nach. Ich finde es raus. Du hast ein Funkgerät von uns. So hast du... Ich kann nichts versprechen. Aber ich versuch's. Und ich begleite dich. Los, komm schon. Du kennst die Kerle nicht. Die knallen dich ab. Vorher knall ich dich ab. Okay, hör zu, wenn du mich umlegen willst, bitte. Okay? Ich mach nur meinen Job. Diese Frau, deine Ehefrau... Ich gab ihr Sauerstoff, eine Infusion. Hielt sie am Leben. Deshalb habe ich Ärger gekriegt. Eine Sepsis hätte sie fast umgebracht. Ich brachte sie in Feldlazarett. Ich habe sie gerettet. O'Brien, Bericht. Ich muss los. Bitte, du musst hier weg, okay? Du kennst diese Kerle nicht. Du weißt nicht, wo sie imstande sind. Wenn ich nichts von dir höre... Egal wie lange es dauert, ich werde dich kriegen. Und dann werde ich dir mehr abreißen als nur eine Antenne.
tut mir leid mit deiner Frau. Aber nicht nur du hast jemanden verloren in dieser Nacht. Da sind wir die Geschichte von der Frau noch ein bisschen näher gekommen gerade. So, wir haben sogar einen Fertigkeitspunkt bekommen. Ich würde sagen, wir stecken den sogar, wenn es was Gutes gibt, hier rein. Was gibt's denn hier? Ziel, Bewegung, platzieren. Okay, will ich nicht. Klatter die Fernkampfwaffe für schwere Gegner eher. Im Konzentration können Fernkampfwaffen schwere Gegner eher aufhalten. Okay. Das ist sehr gut. Erhält. Reduziert die Abklingzeit der. Dings. Habe ich noch drei? Ich habe sogar noch drei. Aha. So. Verbessert die sofortige Erholung und Wirkungsdauer eines. Ja, brauche ich nicht. Nutze ich nicht. Ja, das oben noch rein. Halte drücken und drücke dann Konzentration zu aktivieren. Gegner werden beim Treffen durch Fernkampf eher betäubt. Ah, okay. Jetzt haben wir drei freigeschaltet, beim Sprinten eine nachzuladen. Das ist natürlich sehr, sehr stark. Unterwegs kennt man es dort. Erhöht die Füßen Schaden durch Armbrustbolzen, spiele ich nicht. Jetzt zieht den Rückstoß sehr stark. Rückstoßverkringung ist immer OP. Stufe 4 freigeschaltet. So. Sind wir jetzt oben bei Busa, wir mal gucken, wie es ihm geht. Ich war mir nicht sicher, ob du zurückkommst. So, Busa. Hey, ich würde dich nicht hier Hey, Boosman. Zeig meine Hand ich her. Hab Fleisch dabei. Das sollte eine Weile reichen. Hey, Dick. Danke, Mann. Ich hab grad keinen Hunger. Ich salze es gleich ein. Okay, haben wir das auch erledigt. So, wir werden uns in dem Camp hier umgucken. Hier gibt's eine Mission, sie lassen mich nicht gehen. Beschützen hat was mit der Kleinen zu tun, wie wir das letztes Mal hergebracht haben. Wie geht's dir, Kleine? Sie lassen mich nicht gehen. Also, das ist wirklich so. Warum willst du gehen? Du bist dir doch sicher. Ich muss arbeiten. Okay. Okay. Okay, das war die Mission. Eieiei. Na gut, dann hören wir uns mal an, was die Chefin jetzt zu sagen hat. Dick. So. Ach, du musst wen für mich aufspüren. Wen aufspüren? Okay. Was ist da los? Kurz nachdem du Lisa hergebracht hattest, brachte Larsen noch ein Mädchen. Sie heißt Rose Allen. Ein schwaches kleines Ding. Aber wir dachten, sie könnte uns trotzdem beim Bewässerungssystem helfen. Okay, und was genau? Sie ist weg. Sie war mit Erkay und ein paar anderen auf Besorgungstour. Oben beim verlassenen Nero-Flüchtlingslager. Ich glaube, du warst da schon mal. Ja, ich kenne das. Finde sie, Deke. Da oben treiben sich Drifter und andere miese Typen rum. Wenn die sie zuerst finden... Okay. Ich sehe, was ich tun kann. Dann sehen wir, was wir tun können. Am besten können wir dafür noch sprinten. Perfekt, geht's ja los. Ich habe meinen Motor reparieren lassen. Geht's ja. Dann retten wir jetzt ein kleines Mädchen. Dick St. John und Salome Hot Springs. Tag, hörst du mich? Ja, Dick, ich höre. Ich bin da, wo die Kleine zuletzt gesehen wurde. Schwärmer. Schnell hier beerdigt. Ich hoffe, die waren das nicht. Ah, die neue Waffe ist eher nicht gut. Da ist noch ein Wolf, das ist ja nicht so geil. Aber so geht das nicht. Komm schon. Was ist das für ein Wolf? War das Magazin gefressen.
genau umschauen. Ja, hier dann wahrscheinlich. Ola. Ich meine, vielleicht hier irgendwo? Oh, Scheiße. Sieht aus, als... Das trifft, ja. Nein! Gott verdammt, ich will dir helfen. Tucker schickt mich. Warte. Ich sagte, ich bin hier, um dir zu helfen. Nein, sie schickt dich. Du bist vom Arbeitslager. Nein. Also, Tucker, ich besorg Zeug für sie, ja. Ich musste hungern. Ich wollte nicht gehorchen. Also gab's kein Essen. Es ist halt ein Arbeitslager. Da muss man halt arbeiten. Ich bin kein Sklave. Ich gehe nicht zurück, kapiert? Lieber sterbe ich hier. Okay, Gott verdammt. Na los. Oh, da haben wir sehr viele Sachen dabei. Wir haben es leider nicht gefunden. Das ist aber schade. Da kann ich was draus machen. Ist einfach die ganze Schotzern oben. So Leute, das war's mit der heutigen Folge. Wir haben viel geschafft. Wir haben Nero, einmal O'Brien heute gefunden. Dann haben wir Boozer Fleisch besorgt und auch hingebracht und haben uns ein bisschen wieder unterhalten. Der hat zuschauer ein Mädchen gerettet oder eine Frau, keine Ahnung. Das sieht hier alles sehr gleich aus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao.